Wo denn? Achso, da vorne. Das bin ich, wieder einmal. Mal, hat der Schädel da hinten irgendwelche Goldstücke da drinne? Sind also Goldakzente? Wer arbeitet denn in so einem Schädel Gold ein? Ach Menno, ich kann da nicht hin. Das sieht irgendwie ein bisschen strange aus. Ich würde das nicht machen. Ich würde das vielleicht ein bisschen auf den Schädel vielleicht ein bisschen machen, wenn es denn halbwegs gut aussieht, aber nicht so. So sieht das ein bisschen blöd aus. Wieso habe ich denn jetzt die Jacke abgelegt? Was? Wecke Karl im Erdgeschoss? Jetzt bitte ist denn jetzt Karl wieder. Hm? Einschalten. Ach, das sind auch Androiden? Jetzt können die Leute sich noch nicht mal mehr irgendwelche normalen Vögel leisten. Jetzt müssen sie irgendwelche mechanischen haben. Okay. Das ist ja strange. Aber irgendwie passend, ne? Ich meine, hey, ich bin anscheinend in der Bude von irgendeinem richtig stinkreichen Typen. Ja, da war sowas von. Wer zum Geier stellt sich denn bitte eine Giraffe ins Haus? Du bist hier in diesem Raum und denkst dir noch nichts. Okay, wobei die blaue Decke passt nicht wirklich hier rein. Aber du denkst dir noch nicht wirklich was. Theoretisch, dass das vielleicht ein Künstler sein sollte, wenn man sich das Bild da so ansieht, falls es denn selber gemacht worden ist. Und dann kommst du hier rein und siehst dann so eine Decke aus den, keine Ahnung, 70ern, 60ern, 80ern, Kinderzimmer. I don't know. Was sucht die Giraffe hier? Was ist das denn hier? Aber. Okay, ein paar Schädel, die irgendwie so ein bisschen nach Mexiko irgendwie aussehen. Beziehungsweise mexikanisch angehaucht sind. Das. Was ist denn da? Scheint jetzt nichts Interessantes zu sein. Echt jetzt so ein totes Tier da hinhängen? Weiß ich, kann es testen? Ich hätte nicht mal ansatzweise irgendwie einen halbwegs richtigen Ton hingekriegt. Ich habe jetzt eigentlich eher damit gerechnet, dass du oben den Kopf anguckst. Nicht den Oberkörper. Das ist das geilste Bild ever. Was zum? Da gucke ich ja lieber dieses Bild hier mehr an, wo so ein Schädel drauf ist. Das sieht wenigstens noch was aus. Silber gewinnt in 3 Zügen? Ich habe keine Ahnung von Schach. Stell mich jetzt nicht auf diese Herausforderung. Ich habe keinen Plan von Schach. Also gib mir sowas nicht jetzt hier. Oder kann ich das denn jetzt? Nein, ich kann es nicht spielen. Gut. Dann bloß weg vom Schach. Der Typ hat echt viele Schädel hier rumfliegen. Zum Geier soll der Typ denn sein? Oh. Soll ich das jetzt gerade überhaupt machen? Ich muss den Typen doch erstmal wecken. Das ist wahrscheinlich Frühstück. Frühstück? Sag mal. Haben wir hier irgendwo eine Uhr? Ich hab leider, glaube ich, gar keine Uhr, oder? Da hinten ist eine Uhr. Kann man die theoretisch sehen? Weil ich frage mich gerade so ein bisschen, wenn der Typ doch gerade irgendwo einkaufen gegangen ist, dann
Ich glaube, das ist gerade. Warte mal, sieht man das überhaupt? Das ist gerade 8:30. Okay, ja, gut, dann geht's noch. Oh. Das war eine Glaswand, ne? Ja, das ist eine Glaswand. Das finde ich schick. Das finde ich echt schick. Allerdings finde ich hier bestimmt keinen Typen, der hier pennt, oder? Aber Hauptsache mit so einem komischen Tablett hier die ganze Zeit herumrennen. Das Ding habe ich jetzt nicht erwartet hier drin. Was macht er denn mit dem Ding? Hm. Naja. Karl! Wo bist du? Kann ich nach oben? Nein, natürlich nicht. Ich kann nicht nach oben. Was, wie? Soll ich jetzt raus? Ist doch gar keine Tür, oder? Geht's da vorne irgendwo raus? Natürlich nicht. Ich latsch gegen die Wand. So. Karl? Bist du hier irgendwo? Meld dich mal. Muss dich mal wecken gehen. Wo ist denn jetzt dieser Typ? Na, das Spiel ist ja gerade witzig. Ich soll Karl im Obergeschoss wecken. Komischerweise sagt er jetzt Obergeschoss, nicht mehr Erdgeschoss. Wobei, theoretisch stand er da die ganze Zeit Obergeschoss und nicht Erdgeschoss. Das kann natürlich sein. Aber ich komme jetzt nicht durch die Tür, in der ich rausgehen könnte. Warum? Die geht die ganze Zeit nicht auf. Ich habe einfach mal das Spiel neu gestartet. Ja, da steht immer noch, wecke Karl im Obergeschoss. Ich hätte wahrscheinlich als allererstes hier hochkommen sollen. Gott, was ein Scheißteppich. Wer hat denn bitte so einen verfehlten Geschmack? Das sieht doch blöd aus. Also, ist auf jeden Fall nicht gerade mein Geschmack. So viel steht schon mal fest. Hm. Sieht nett aus. Aber das war's auch schon. Wer hängt denn sich bitte ein Skelett von irgendeinem Viech auf? Ach so, ich hätte... Ach so, ich kann ja selber gucken. Dann hätte ich das da unten bei der Giraffe ja auch machen können. Ja, okay, jetzt haben wir die Giraffe auch im Bild. Hallo. Wie geht's dir denn so? Bist du schön staubig auf dem Kopf? Ich glaube, eine Giraffe in der Bude zu haben, ist wahrscheinlich ziemlich blöd zu entstauben, oder? Wobei generell alles, was hier rumhängt. Ich meine, wie willst du das Ding denn bitte zum Beispiel entstauben? Oder wie willst du überhaupt da hinkommen? Kann ich das haben? Nein, schade. Spielt hier gerade Musik? Oh, hier ist es aber ziemlich düster. Dachchen, Karl. Ich weiß gerade nicht, was mit der Kamera war. Die war anscheinend plötzlich irgendwie eben nirgendwo verschwunden. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Wie, 10 Uhr? Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Ich auch nicht unbedingt. Zumindest nicht, wenn ich irgendwie irgendwelche Sachen nicht nebenbei gemacht habe, weil dann könnte ich schon vergessen. Aber stand hier nicht auf der 1 Uhr, dass wir 8:30 haben? Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Tja, so ist halt das Leben, ne? Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer.
Mein Märchenprinz. Und nun fällt das Bild in Schwarz über. Man hört Dinge, die keiner hören möchte. Oh, doch nicht. Es passieren andere Dinge. Hätte ja passieren können. Ich meine, hey, zwei Typen in der Dusche. Da können Dinge passieren. Merkwürdige Dinge. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Hm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Hm. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Hm. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Ah, okay. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt gerade die ganze Zeit da so am Rumgucken war, ich habe mir gerade gedacht, wie soll der Typ mit dem Rollstuhl jetzt die Treppen runter? Hab aber das komische Ding da an der Wand nicht gesehen, den komischen Lift. Wäre aber eine interessante alternative Möglichkeit gewesen, oder? Den Typen einfach mal die Treppen runterschubsen. Jo, schön abholen. Ja, so, gut. Sorry, Kollege, ich habe meinen Führerschein leider bei Aldi gewonnen. Ist halt nur ein bisschen schwierig, irgendwie alles zu steuern. Ich habe Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Marcus. Gern geschehen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass der Typ da... Er hier, den ich hier spiele, da in der Klamotte da so einen Riss hat. Ist das gewesen, weil die Demonstranten da im Weg gewesen waren? Oder ist das vorher schon gewesen? Wobei, nee, der hatte ja die Jacke angehabt. Ah, jetzt sehe ich gerade, dass da so ein Smiley drauf ist. Ist das hier so ein... Ist das hier so mit dem Tafelfarbe beschichtete Taste oder was? Da gibt ja so Farbe, die jetzt für Tafeln zum Beispiel ja sind, womit du dann quasi einfach ein 0815 Holzbrett zu einer Tafel machst. Da. Von den Früchten hat er aber nichts erzählt. Danke, Marcus. Fernseher. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Dein Gegner erklärte letzte Nacht, der amerikanische Botschafter auf einer Krisensitzung der Vereinten Nationen erneut, dass die Vereinigten Staaten diese Annektierung unter keinen Umständen hinnehmen werden. Kommt jetzt das Schachspiel an der Reihe? Ich hoffe nicht. Ich kann hier auf jeden Fall nichts machen, das ist schon mal gut. Ich kann spielen, oh nein. Ich habe doch gar keine Ahnung von Schach. Etwas anderes suchen, okay, ich kann mich hinsetzen, ja. Hm. Okay, gut. Danke, dass du für mich spielen tust, denn ich habe sowieso keinen Plan von Schach. Achso, der hat aufgeräumt. Lust auf eine Party Schach? Sicher, ja. Blitzschach. Blitzschach, gerne. Unentschieden. Ein seltsames Unentschieden. Tja, ich weiß, Sie verlieren nicht gern, aber Sie wollen auch keinen geschenkten Sieg. Ein Unentschieden ist ein sehr guter Kompromiss, nicht wahr?
Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Ach so, du hast das Ding da drauf. Ach so, ach ja, okay, jetzt macht das Ding auch Sinn. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Okay, mitgemacht, Chef. Jetzt macht der Arm auch echt Sinn, weil der Typ ist ja im Rollstuhl. Und malt da irgendein Riesengemälde. Ach so, okay. Ja gut, dann ich weiß zwar nicht wo, aber... Weil überall ist ja dreckig. Aber gut, dann putze ich mal. Ah, da war zum Aufräumen. Und sonst noch so. Da. Ach hey, die Farbe, die ich mitgebracht habe. Ob man hier irgendwas Bestimmtes noch sehen kann? Außer diese zwei Bilder? Das sind merkwürdige Bilder. Ich meine, klar, ein paar sind davon einfach nur Skizzen, aber was sind die komischen braunen Dinger? Sind einfach nur Flecke oder was? Oder irgendwelche Bilder für Farbmischverhältnisse oder was? Hä? Was? Wie? Ich dachte, ich soll hier sauber machen. Ich habe nur zwei Sachen gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, was er da gemacht hat. Hat er jetzt einfach nur ein Ohr gezeigt? Nein, ich denke. Was hältst du davon, Marcus? Sieht nett aus. Ich bin nicht auf Kritik programmiert. Sie können das viel besser beurteilen als ich. Genau. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Aber nett, anscheinend, wenn ich nichts mache, habe ich auch eine Antwort. Finde ein Motiv zu malen, ja, ich könnte die Statue malen, den Tisch malen. Und sonst so. Ich könnte Karls Bild einfach abpausen, ja, genau. Kann ich nicht einfach Karl malen? Oder ist das da oben Karl? Es könnte sein, dass das Karl ist, genau. Machen wir den Tisch. Mann, malen geht ja so einfach.
Hätte ich das mal öfter gemacht. Drei Pinselstriche und mein ganzes Gemälde. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Mach etwas, was nicht in deinem Programm steht. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Ich mach doch, mein Güte! Immer dieses Rumgefummel am Gamepad hier. Aber hey, endlich mal benutze ich mal mein Touchpad. Ich krieg das Bild hier gleich nicht zu Gesicht. Oh. Was? Hast du plötzlich einen Horrorfilm gesehen? Der Typ kommt mir voll dicht vor. Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wohl auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Der hat sich doch sowieso nur voll gepumpt mit Drogen. So wie der rüberkommt. Oh. Was habe ich diesmal alles verpasst? Einige Sachen anscheinend. Wobei, nee, ich habe ein paar andere, etwas andere Ausgänge gesehen, wie ich das gerade sehe. Es wären dann drei Bilder oder was entstanden? Ich bin mir nicht sicher, was jetzt genau hier diese mittlere Stelle hier irgendwie jetzt besagen soll. Ich denke mal, ja. Oh. Nicht unbedingt allzu viel verpasst, so wie das heute aussieht. Wobei, was steht denn hier bei Dingens? Wer hat sich für was entschieden? 10% für Androiden, 30% für Menschlichkeit und 58% für Identität. Hm, interessant. Und nur 11% für Androiden, 8% für Verzweiflung, 25%
Ich kann nicht mehr sprechen. 25% für Zweifel und 12% für Gefangene. Oh. Interessant. Was wohl bei den anderen stehen würde? Bestimmt steht bei den anderen zwei, die man jetzt gerade nicht sieht, wohl andere Werte von den Prozenten, denke ich mir mal. Oder das sind dieselben, I don't know. Nein, das Bild kennt man ja. Scanne die Gesichter? Welche Gesichter? Von allen? Maybe. Theoretisch von allen. Aber das kennt man ja, ne? Da kommt ein Typ irgendwo rein in der Kneipe, da drehen sich mal eben alle Leute um und sehen, oh, was ist das denn für ein Bildspuri? Was? Wieso? Wo steht das? Hab da nichts an der Tür stehen sehen. Oder stand da was an der Tür? Dann habe ich es übersehen. Sorry. Ist nicht mein Problem. Wobei, weißt du was? Ich glaube, ich mache erstmal hier an dieser Stelle Ende. Dann mache ich beim nächsten Mal mit Connor hier weiter. Hoffentlich hat er jetzt nicht irgendeine Androidenschwester, die Sarah heißt. Weil dann habe ich die Vermutung, dass hier irgendwann Terminator noch auftauchen könnte. Aber das bezweifle ich ein bisschen. Ja gut, ich mache dann mal hier Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim heiteren Androiden-Dasein, ne?